Hallo und schön, dass ihr wieder bei meinem neuen Video vorbeischaut. Und es ist einfach so krass, dass wir einfach schon das halbe Jahr von 2020 rum haben. Finde ich richtig krass. Und deswegen dachte ich mir, es haben sich nämlich auch einige von euch gewünscht, dass ich euch heute meine Halbjahresfavoriten vorstelle. Also das sind jetzt die Bücher, die mich in der ersten halben Jahr von dem Jahr 2020 am meisten begeistern konnten, die ich am besten fand von allen Büchern, die ich bis jetzt zu diesem Zeitpunkt gelesen habe. Und zwar habe ich bis jetzt 61 Bücher gelesen, beziehungsweise teilweise davon ja auch ein paar gehört, weil ich ja so richtig das Hörbuch hören dieses Jahr für mich entdeckt habe. Und ich stelle euch jetzt die sieben Bücher, das sind nämlich sieben Stück geworden, vor, die von mir 5 Sterne bekommen haben, aber nicht nur 5 Sterne bekommen haben, sondern ich halt auch einfach mit am besten fand und die so auch zu meinen Jahreshighlights bis jetzt gehören. Am Ende des Jahres stelle ich euch noch einmal in einem Video dann komplett vor, was ich alles für Jahreshighlights von diesem Jahr hatte. Aber das sind jetzt erstmal meine Halbjahreshighlights, die ich euch jetzt zeige. Und wir fangen direkt mit dem ersten Buch an, welches ich auch als allererstes 2020 beendet habe. Und zwar ist das von Jennifer L. Armentrout, Rebellion, Schattensturm. Das ist der zweite Teil von dem Lux-Spin-Off, Revenge. Revenge heißt nämlich der erste Teil von dieser Reihe. Und das hier ist jetzt der zweite Teil. Ich erzähle euch jetzt nicht so viel, worum es geht. Es geht halt um Luke und um Evie. Und Luke lernt man auch schon in der Lux-Reihe kennen. Aber ich erzähle euch jetzt nicht mehr zu Luke, weil falls ihr die Lux-Reihe noch nicht gelesen haben solltet, dann könnt ihr euch das wirklich spoilern. Und ich empfehle auch jeden, der diese Bücher hier lesen möchte und eigentlich auch gerne die Lux-Reihe lesen möchte, also Obsidian, so als der erste Teil, lesen möchte, dass man wirklich dann auch zuerst die Lux-Reihe liest und dann diese Bücher hier liest, weil sie wirklich sonst, ja, sehr spoilern würden zur Lux-Reihe. Aber ja, das hier ist der zweite Teil und ich fand ihn atemberaubend gut, wirklich. Also Luke ist einfach so ein cooler, ausgedachter Charakter. Er ist einfach mega witzig. Er ist echt, ja, super interessant. Und allein ganz, einfach generell dieses ganze Buch, auch der erste Teil, es macht einfach so Lust, auf mehr davon zu lesen. Und ich kann es gar nicht wirklich abwarten, bis der dritte Teil hier erscheint, weil es einfach eine wahnsinnig spannende, ausgedachte Reihe ist. Auch die Lux-Reihe habe ich ja total geliebt und ich feiere wirklich diese ganzen Bücher zu dieser ganzen Lux-Welt total. Und bisher konnten mich alle davon so, also die Obsidian-Reihe, dann habe ich das Prequel, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, Shadows gelesen vor kurzem. Konnte mich auch begeistern. Hier die Spin-off-Reihe konnte mich auch mega begeistern. Also ich liebe alle Bücher und freue mich so sehr auf den dritten Teil. Wirklich, ich kann das gar nicht abwarten. Dann habe ich ja irgendwann im Jahr 2020 180 Seconds und Meine Welt ist deine von Jessica Park gelesen und das habe ich wirklich so weggesuchtet, weil mich das Buch so, so sehr gefesselt hat. Es geht hier um Allison, genau, es geht um Allison. Und Allison ist an einem College und dort ist sie auch eher zurückhaltender und ja, halt einfach zurückhaltender. Und durch einen Zufall nimmt sie dann an einem Experiment, sage ich jetzt mal, teil, in dem sie dann 180 Sekunden ihrem Gegenüber in die Augen schauen muss, ohne, ich weiß gar nicht, ob die was sagen sollen, oder auf jeden Fall sollen sie sich halt 180 Sekunden lang in die Augen schauen. Und sie weiß halt nicht, dass vor ihr ein sehr, 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 sehr bekannter Social Media Star sitzt. Und so lernen sich dann die zwei kennen und ja, durch diesen Menschen, den dann Allison da kennenlernt, wird halt ihre ganze Welt ja anders. Und sie erlebt dann sehr, sehr viele Sachen mit ihm zusammen und ist einfach eine wahnsinnig spannende und schöne Geschichte. Aber sie ist halt zum Ende hin auch super emotional, weil es wirklich etwas passiert, womit man rechnet damit so gar nicht. Und auf einmal so plötzlich, puff, passiert da etwas, was wirklich das so alles wieder, ja, diese ganze Geschichte so verändern wird wieder. Also ich habe es trotzdem so weggesuchtet, weil auch der Schreibstil richtig, richtig gut war und mich diese ganze Geschichte einfach wahnsinnig fesseln konnte. Und dann habe ich von Laura Knaller Someone Else gelesen. Das ist ja auch ein zweiter Teil von Someone You. In dem geht es aber um andere Charaktere, die man aber in Someone You schon kennenlernt.
Und zwar sind das Cassie und Ori. Und schon bereits, als ich Someone New gelesen hatte, habe ich mich richtig auf Someone Else gefreut, weil ich Cassie und Ori einfach schon in Someone New total gemocht habe und sie ja super interessant fand und einfach mehr von den zwei erfahren wollte. Und deswegen habe ich mich dann wahnsinnig gefreut, als dann hier dieser Teil rausgekommen ist. Es geht halt ja um Cassie und um Ori. Die zwei sind beste Freundinnen. Beste Freunde, nicht beste Freundinnen, also... Cassie ist die beste Freundin von Ori, so genau. Und darum geht es halt. Sie sind halt auch zusammen in einer Clique. Und Cassie ist halt ja so heimlich in Ori verliebt. Und ja, also das, glaube ich, kann man auch schon so ein bisschen in Someone New so zwischen den Zeilen lesen. Das ist jetzt kein Spoiler. Es steht halt auch hier hinten drauf, dass ihre Gefühle sehr stark sind und immer stärker werden für Ori. Und ja, also. Darum geht es halt so ungefähr grob gesagt jetzt. Und es ist halt eine ganz, ganz, ganz toll berührende Geschichte. Also sie konnte mich einfach total mitreißen. Ich habe wirklich richtig mich in dieses Buch vertieft. Ich konnte richtig in die Geschichte eintauchen. Ich habe hier diese Special Edition Ausgabe. Da sind auch so zwischendurch so... Bilder drin, also so Zeichnungen, was ich auch ganz, ganz toll fand, weil ich finde, so hatte man nochmal so, ja, auch direkt so ein Bild von den Charakteren vor Augen. Meistens mache ich mir immer lieber so mein eigenes Bild und möchte nicht quasi, ja, vorher eigentlich so ein Bild sehen, dass ich mir die Charaktere quasi selber ausdenke und vorstellen kann. Aber hier fand ich das wirklich richtig, richtig cool. Auch bei Someone New hat mir das schon echt gut gefallen, dass da halt so zwischendurch diese Zeichnungen waren und das Buch konnte mich auf jeden Fall total mitreißen. Und jetzt kommen wir zu einem Buch, was ich wirklich wahnsinnig gut fand. Und zwar ist das Feeling Close to You von Bianca Iosivoni. Das ist einfach mal so ein komplett anderes New Adult Buch, meiner Meinung nach, weil es einfach so, ja, komplett anders ist, was ich so wahnsinnig toll an diesem Buch fand. Und zwar geht es hier um Tegan. Und Tegan ist eine Online-Streamerin, Gamerin. Also sie ist halt eine Gamerin und streamt dabei halt auf, ich weiß gerade nicht mehr, welcher Plattform, das ist auf jeden Fall, streamt sie halt ihre Videospiele, die sie da spielt. Und so lernt sie dann auch Parker kennen, der nämlich auch ein sehr bekannter Streamer ist. Und wie ihr vielleicht ja auch schon zwischendurch mal von mir mitbekommen habt, zocke ich auch zwischendurch mal. Und ich fand es halt einfach so wahnsinnig toll, weil es einfach komplett eine andere New Adult-Geschichte ist. Es ist nicht so eine, sie gehen ans College und lernen sich am College kennen oder so, sondern es ist halt einfach mal was ganz anderes. Und auch, dass man halt zwischendurch so Einblicke in diese Videospiele, die sie da spielen, bekommt, hat mir einfach so richtig gut gefallen. Und das fand ich einfach richtig, richtig toll. Und ich konnte mich wirklich so gut in diese Geschichte hier verlieren. Hab echt alles so drumherum vergessen und bin so eingetaucht in diese Geschichte, weil die mich halt so gefesselt hat und sie halt einfach so anders ist. Und gerade dieses, weil sie so, ja, eine ganz andere Geschichte ist, als ich bisher gelesen habe, das fand ich am allertollsten an diesem Buch hier. Und das hat mir am meisten gefallen. Und wenn ihr auch zockt oder, ich weiß nicht, euch dafür interessiert oder auch irgendwie irgendwelche Streamer guckt oder so, dann und halt auch Bücher lest, dann kann ich euch dieses Buch wirklich so, so, so sehr ans Herz legen, weil es halt wirklich, ja, eine ganz andere Geschichte ist, eine ganz tolle Geschichte ist. Aber auch wenn ihr nicht zockt, finde ich, die Geschichte ist trotzdem natürlich was für euch, weil sie, ja, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwelche besonderen Kenntnisse braucht von Videospielen oder so. Man lernt halt alles auch hier in diesem Buch kennen und es ist eine ganz, ganz, ganz tolle Geschichte. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Genre, was ich gelesen habe. Und zwar ist das A Good Girl's Guide to Murder von Holly Jackson. Das ist, ich würde es jetzt mal so als Jugendthriller-Buch bezeichnen. Es geht halt hier um Pippa. Und Pippa rollt für ein Schulprojekt einen alten Mordfall wieder auf. Und zwar wurde vor 5 Jahren die 17-jährige Andy Bell in ihrer Stadt, wo sie halt lebt, ermordet. Und sie rollt halt für dieses Schulprojekt den Fall wieder auf, weil sie an die Unschuld von demjenigen glaubt, der
für, also den alle für schuldig halten. Und es ist wirklich von der ersten Seite bis zur letzten Seite so ein megamäßiges, spannendes Buch. Also ich habe, glaube ich, bis 3 Uhr in der Nacht oder so an diesem Buch gelesen, bis ich es dann aus hatte, weil es mich so extrem mitreißen konnte. Wirklich, es ist einfach eine ultra spannende Geschichte. Es ist so gut ausgedacht. Es kommen so viele Plot-Twists vor mit Sachen, womit man einfach nicht rechnet. Und ja, dann, es ist einfach richtig, richtig, eine richtig gut ausgedachte Geschichte. Und Ich habe es richtig weggesuchtet. Also es ist natürlich auch zwischendurch erschreckend, weil es geht hier natürlich auch um einen Mordfall. Also es ist schon erschreckend halt. Aber es ist richtig, richtig spannend und so unvorhersehbar. Und gerade dieses Unvorhersehbare hat mir so gut an diesem Buch hier gefallen. Und als nächstes kommen wir zu einem Buch, wovon ihr schon öfters was von mir gehört habt. Und zwar ist das Perfectly Broken von Sarah Stankiewicz. Ein Buch, was ich habe so viel geheult bei diesem Buch, weil es einfach so, so emotional ist, aber andererseits ist es auch ein super, super schönes Buch. Es geht hier in dem Buch um Brooklyn, die ihre Heimatstadt verlässt, weil sie einen sehr, sehr großen Verlust gemacht hat, nämlich ist ihre große Liebe gestorben und sie ist halt dabei oder versucht halt so dabei, den Tod von ihrem Geliebten zu verarbeiten und sie verlässt halt die Heimatstadt und zieht in eine andere Stadt und dort in ihrer Wohnung ist halt so eine Türe, die ist aber zu, also die kriegt man nicht auf. Diese Türe führt aber in die Nachbarswohnung und in dieser Nachbarswohnung wohnt Chase. Und Chase und Brooklyn lernen sich dann quasi durch diese Türe kennen, also sie sehen sich nicht, aber sprechen halt so durch diese Türe miteinander und lernen sich halt so kennen. Und es ist einfach eine super emotionale Geschichte, auch weil sie halt, ja, also bei Brooklyn ja halt den Tod ihres Geliebten verarbeitet und sie halt Chase neu kennenlernt. Es ist halt auch, ja, es ist halt wirklich eine sehr traurige, aber auch sehr schöne Geschichte. Und ihr wisst wirklich gar nicht, wie viel ich bei diesem Buch geweint habe. Aber es ist so ein toller Schreibstil. Das Buch ist einfach so schön geschrieben. Und ich habe mich nachher total geärgert, dass ich mir nicht irgendwie Zitate hier so rein, also diese Post-its so reingeklebt habe, um mir nachher anschließend bestimmte Stellen nochmal rauszuschreiben. Aber ich habe vor, das Buch auf jeden Fall irgendwann nochmal zu rereaden. Und da möchte ich das definitiv machen, weil da so viele Stellen bei waren, die ja mich sehr, sehr berührt haben, also bestimmte Zitate, und die möchte ich mir super, super gerne noch einmal rausschreiben. Und jetzt kommen wir schon zu dem letzten Buch, und zwar ist das von Lily Lucas, New Dreams. Ich habe ja dieses Jahr so die Green Valley Bücher für mich entdeckt, und zwar ist das hier der dritte Teil. Es sind Bücher, die halt in der Kleinstadt Green Valley spielen, und es ist einfach so eine tolle kleine Stadt und da kriegt man so richtige, wie heißt das nochmal? Ich habe jetzt das Wort natürlich wieder vergessen. So ein Wohlfühlort, genau. Es ist halt so ein richtiger Wohlfühlort, Green Valley. Und es sind ganz, ganz, ganz tolle Bücher. In diesem Buch geht es hier um Elara. Und Elara kennt man noch nicht aus den anderen Büchern. Und durch einen Zufall lernt sie dann den Noah kennen. Und sie, ja, bleibt dann halt in dieser Kleinstadt, also sie will da halt ihre Großmutter besuchen und lernt dann halt, wie gesagt, durch den Zufall halt Noah kennen. Und ja, es ist einfach ganz, 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 ganz toll. Also die Bücher sind jetzt auch nicht unglaublich dick, also die kann man wirklich sehr, sehr schnell wegsuchen. Denn das Buch hat jetzt hier so um den Dreh 320 Seiten. Und der Schreibstil ist halt auch so leicht geschrieben, dass man die halt, wie gesagt, sehr, sehr schnell wegsuchten kann. Und es ist, also auch die bisherigen zwei Teile konnten mich total mitreißen und fesseln und einfach, ja, ich habe sie halt richtig in mein Herz geschlossen. Aber besonders hier der dritte Teil, der hat mir am meisten bisher von den Teilen gefallen und ich mag sie total. Also wenn ihr nach, ja, New Adult Büchern sucht, die auch so einen richtigen Wohlfühlort euch vermitteln, dann ist die Reihe auf jeden Fall was für euch und ich kann sie euch richtig ans Herz legen. Und das war's jetzt auch schon mit meinen, ja, Halbjahresfavoriten bisher bis zu diesem Zeitpunkt. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht auch schon eins von diesen Büchern, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, gelesen habt und wie die euch gefallen haben und vielleicht auch mal, was eure Halbjahresfavoriten bisher sind. Und ansonsten war's das jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!